Das ist nicht ein bisschen früh? Die Männer sind noch immer damit beschäftigt, im Keller die Trümmer wegzuschaffen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich nehme einfach mal an, dass in eurem Mund irgendetwas gestorben ist. Wollt ihr ein... Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ich habe ein Erzvorkommen entdeckt. Das wird uns enorm weiterhelfen. Veridium. Damit könnte man Rüstungen und Waffen herstellen. Wenn ihr möchtet, könnten wir eure Männer ausrüsten, Kommandant. Es würde euch zwar nichts kosten, allerdings müssten die Minenarbeiter von einigen Soldaten beschützt werden. Tut mir leid, aber ich habe nicht mal genügend Männer, um mein Land zu beschützen. Das verstehe ich. Aber lasst es mich bitte wissen, falls sich die Dinge ändern sollten. Ah, ja. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ah! So, Langschwert der dunklen Brut. Den Bogen könnt ihr haben. Die Rüstung. Schild. Okay. Dann will ich das Schild hier ausrüsten. Da. Sehr gut. Okay. Hi. Alles wird gut, Wächter. Wir werden diese Mauern wieder für euch aufbauen. Ho. Die Männer sind noch immer damit beschäftigt, im Keller die Trümmer wegzuschaffen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. Okay. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ja, könnt ihr jetzt ein bisschen Erz... Und zweifellos. Es würde euch zwar nichts kosten, allerdings müssten die Minenarbeiter von einigen Soldaten beschützt. Ich soll also Rüstungen für das ganze Gesindel Amaranthians anfertigen? Es ist untragbar, wie du mich erniedrigst, Herrin. Befehl des Kommandanten. Na schön. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Aber irgendwann will ich auch mal wieder etwas Anspruchsvolles machen. Was, was mich fordert. Okay. Bedeutet, wir haben... Ja. Ja. Zieh mal einfach weiter. Verlassene Bucht. Gehen wir zu den Ländereien. Natürlich. Natürlich. Als ob wir mal einen freien Tag hier haben. Probier's doch. Natürlich. Sehr gut. Los geht's. Ja, nehmen wir. Gerne. So, wir haben die Ländereien beschützt, Leute. Oder auch doch nicht. Das ist ein Ogre. Los geht's. Natürlich. Aua! Kannst du doch nicht machen, wenn ich hier rumschrei. Aua! Mann, bist doch doof. Kannst nicht zufällig uns alle heilen, oder? Sehr gut. Und...
Zack. Was macht ihr schon? Die Orgrim braucht vielleicht doch ein bisschen mehr Hilfe gerade. So eine nette Heilung. Noch ein Ogre. Naja, die Ländereien haben wir jetzt nicht wirklich beschützen können, aber... Komm, ein bisschen Konstitution, damit er nicht hier mal drauf geht. Überleben. Zack. Ich spüre dunkle Brut. Ja, und das beruhigt mich nicht wirklich. So. Ich wollte gerade schon sagen, wir sollten eigentlich hier den Magier aus dem Spiel nehmen. Kannst du Orgrim heilen? Danke. Sehr schön. Dann die Ländereien, die haben wir hier gleich schön gesäubert. Quest absolviert. Das war... genau. Und die Quest. Das heißt, wir können weiterziehen. Sehr gut. Rundumschlag, ja, nehmen wir. Da sage ich doch nie nein, bei so einem Wundumschlag. Okay, wir gehen zur verlassenen Bucht. Okay, ist das hier? Nee, ist aber nur der Wald. Ah, ja, diesen Ort kennen wir ja noch, ne? Verlassene Bucht. Einen Schritt weiter und die arme Lady Eileen stirbt. Wo ist Lord Bensley? Die Abmachung war, dass er uns das Geld persönlich bringt. Bevor ich nicht das Mädchen gesehen habe, bekommt ihr keinen Sovereign zu sehen. Los, zeig sie ihnen, Hawk. Und jetzt her mit dem Gold. Sofort! Schickt zuerst das Mädchen her. Dann gebe ich euch das Gold. Schick sie rüber, Hawk! Das Geld! Sofort! Das Mädchen ist der einzige Grund, weshalb ihr noch am Leben seid. Verteidigt euch, Männer! Was? Cannot execute function? Okay. Als ob ich hier irgendwas euch gebe. Mostly. Beschütze einfach das Mädchen. Ich bin ja froh, dass die Banditen da nicht. Also die Bogenschützen. Die andere Schützen da das Mädchen nicht anschießen. Sondern es eher auf mich abgesehen haben. Kannst du mich vielleicht heilen? Und vielleicht nochmal uns alle, damit ich noch eine weitere Heilung bekomme. Danke. Bin ich hier sehr dankbar. Ja, der Zählbandit ist halt wirklich zäh. Gott ist der Name Programm. Zum Glück sind wir ja sehr gut, wenn es darum geht, andere zu überreden. Nee, ich hab euch gerne geholfen. Ah, Schicksal der Schwachen. Mhm. Gut.
haben wir das auch erledigt. Das heißt, wir können rein theoretisch wieder zurück und uns dann die Belohnung einfordern. Das machen wir auch. Gefreite. Warum wolltet ihr eigentlich grauer Wächter werden? Kommandant? Ja, natürlich. Sofort. Benzlichs Dankbarkeit. Ich schreibe euch diese Zeilen aus mit einem Herzen voller Dank. Meine geliebte Eileen spricht ohne Anlass von eurer Tapferkeit und euren überragenden Tugenden. Bitte akzeptiert diese Sovereigns als Dank für eure Unterstützung. Okay. Gut, dann haben wir noch die Erzvorkommen. Und wir könnten rein theoretisch, glaube ich, wieder nach unten gehen. Die Männer sind noch immer damit beschäftigt, im Keller die Trümmer wegzuschaffen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. Was machen die so lange? Okay, dann gehen wir in die Stadt. Und natürlich wird Warwick angegriffen. Dunkle Brut ist wieder da. Habe ich ja bei den anderen DLCs so sehr vermisst. Das ist keine dunkle Brut, das ist eine Giftspinne. Manchmal mag ich vielleicht sogar noch weniger. Ja. Komm. Zack. Weg mit der Spinne. Ja, holen wir uns hier die Säcke. Mhm. Warum brennen hier die Bäume? Sehr eigenartig. Gehen wir weiter. Warum rennen da die Bäume? Okay. Hallöchen. Kommandant der Wächter, die Gerüchte über euch sind wahrlich nicht übertrieben. Ich habe ein geschäftliches Angebot für euch. Sucht bei dem Haus in der Nähe der Tore nach mir. Ich verspreche, es wird sich für euch lohnen. Wir sind in einer Stadt. Sehr schön. Wo ist hier die Taverne? Ihr seid also. Warum rennt er vor uns weg? Ah, der Kommandant der Wächter. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ihr erkennt eine Gelegenheit, wenn sie sich euch bietet, nicht wahr? Ich biete euch eine Zusammenarbeit an, von der wir beide profitieren. Unterhalten wir uns. Der Schankwirt eines örtlichen Gasthofs hat seine Grenzen überschritten. Er wurde angeheuert, um einen der Eingänge zu unserem Versteck zu bewachen. Doch nun erpresst er uns, um noch mehr Geld herauszuschlagen. Ist das nicht schrecklich? Für eine Person mit eurem Einfluss dürfte es doch kein Problem sein, ihn davon zu überzeugen, den Durchgang frei zu machen. Klingt nicht besonders schwierig. Kehrt zu mir zurück, sobald die Sache erledigt ist. Gehen wir davon aus, dass das der Wolf ist. Der Schankwirt des krönten Löwen. Das ist Colbert. Warum lasst ihr uns nicht rein? Verzeiht, Sir. Man hat mir einen ganzen Sovereign gezahlt, um euch diesen Brief zu übergeben. Glaubt mir, ich habe ihm gesagt, dass es einfachere Wege gibt, dem Kommandanten der Grauen Wächter eine Nachricht zukommen zu lassen. Wer hat euch diese Nachricht gegeben? Irgendein fremder Ritter. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Das Visier seines Helms war geschlossen. Aber er sagte, er sei Sir Wolf aus Rivain. Ah, Moment mal, Wolf? Ich bin beschäftigt. Ist sonst noch etwas? Nein, Sir. Ich bitte nochmal zum Verzeihung. Befehl des Marschalls. Für euch ist in der Stadt kein Platz mehr. Aber sie sehen nicht aus, als wären sie infiziert. Diese Schmuggler sind die letzten Bastarde. Sie bereichern sich wir am Leib anderer. Wir sterben, wenn sie uns nicht reinlassen!
Wenn diese Schmuggler die Preise weiter so in die Höhe treiben. Okay, das sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Okay, ich möchte mir den Brief angucken. Das Rätsel. Da, die Drohnenbeschwörung. Du hast das wird. Der dunkle Wolf mit dir beim Brunnen treffen wird. Ich hab Brunnen. Ich hab hier bisher noch keinen sehen können. Entschuldigt, aber ich muss euer Gepäck nach Schmuggelwaren durchsuchen. Wie bitte? Ich bin der Kommandant. Aber es muss sein. So lautet der Befehl des Marschalls. Wir haben Probleme mit Schmugglern und... Was macht ihr da, Mann? Wollt ihr etwa den Kommandanten der Grauen Wächter des Schmuggels bezichtigen? Aber ihr sagtet keine Ausnahmen. Ihr könnt wegtreten. Glaube, es sagt. Bitte entschuldigt. Die Stadt ist inzwischen voller Schmuggler und Diebe. Ist gut, dass ihr eine... ist gut, dass ihr eine Vorsichtsmaßnahme trefft. Natürlich, Kommandant. Aber die Schmuggler machen uns ziemliche Probleme, um ehrlich zu sein. Wir könnten in dieser Angelegenheit wirklich eure Hilfe brauchen. Sucht mich doch später auf, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann können wir uns unterhalten. Gerne doch. Wo ist jetzt... Wenn diese Schmuggler die Preise weiter so in die Höhe treiben. Jedes Mal Schmuggler hier, Schmuggler da. Ah, okay, mit dir brauche ich jetzt gar nicht reden. Du willst direkt ins Geschäft kommen. Merk schon. Mervis. Kendrick. Händlergelder. Ist das dein Laden? Meister Henley. Dann ist eine Truhe, die können wir aber nicht öffnen. Kurz gucken. Gefahren aus der Tiefe, Elementar, Stadt da. Das Geschäft der Schmuggler. Okay, ich wüsste jetzt aber nicht, wo ich ihn finde. Eine milde Gabe, Sir. Der Hof meiner Familie wurde von der dunklen Brut niedergebrannt. Und sie lassen uns nicht in die Stadt. Bist du nicht in der Stadt? Nein, wo bist du dann, wenn du nicht in der Stadt bist? Zum Wehrgang. Die Wache. Was könnte der sein? Aber reden wir erstmal mit Mervis. Der Kommandant der Wächter. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr endlich hier seid. Ich hatte schon befürchtet, unsere Nachrichten hätten euch nicht erreicht. Seid ihr Mervis? Ja. Vielen Dank, dass ihr zur Gilde gekommen seid. Wir benötigen eure Hilfe. Es gab zahlreiche Angriffe auf unsere Karawanen. Die Wagen wurden niedergebrannt und es gab keine Überlebenden. In letzter Zeit ist es sogar noch schlimmer geworden. Die Bewohner des benachbarten Dorfes haben einige der Wachen gefunden. Sie wurden vollkommen verstümmelt auf dem Dorfplatz liegen gelassen. Denkt ihr, die dunkle Brut steckt dahinter? Wir wissen es nicht genau. Seit den Angriffen ist es schwierig, Informationen von dort zu erhalten. Aber die Bewohner der Gegend berichten von Ungeheuern, die angeblich in den Schatten lauern. Was auch immer dafür verantwortlich ist, hat den gesamten Handelsverkehr zwischen Amaranthin und Denerim zum Erliegen gebracht. Niemand will mehr die Straße durch den Vendanwald bereisen. Können uns die Grauen Wächter nicht irgendwie helfen? Ja, sobald ich Zeit habe, gehe ich der Sache mal auf den Grund.
Ich schätze, ich muss mich damit zufrieden geben. Es ist immerhin besser als nichts. Wenn es euch gelingt, dem Morden ein Ende zu setzen, wird die Händlergilde eurem Orden eine beträchtliche Summe spenden. Ihr habt mein Wort. Das sieht doch schon mal gut aus. Kendrick? Seid gegrüßt, Kommandant. Ihr gehört doch bestimmt zu jenen, denen es Freude bereitet, einfachen Leuten zu helfen, nicht wahr? Dürfte ich euch auf die Anschlagtafel der Händlergilde hinweisen? Ja, welchen Zweck erfüllt diese Anschlagtafel? Die Leute hier benötigen immer wieder Waren aus entlegenen Gegenden. Und dann machen sie hier einen Aushang. Aber die Bezahlung wäre gut, vor allem jetzt, wo der Handel durch die Schwierigkeiten im Land zum Erliegen gekommen ist. Solltet ihr eure Meinung also ändern, bitte ich euch, einen Blick auf die verfügbaren Aufträge zu werfen. Natürlich. Die Waren des Händlers. Ich bin auf der verzweifelten Suche nach olesianischer Seide, die mir verloren gegangen ist. Sie hat Denerim vor mehreren Wochen mit einer Karawane in Richtung Amaranthine verlassen. Ich befürchte, dass diese Karawane dasselbe Schicksal erlitten hat wie so viele andere vor ihr. Bitte bringt die Seide zu Kendrick von der Händlergilde. Falls ihr was finden solltet, er wird dafür sorgen, dass ihr angemessen belohnt werdet. Ich suche jemanden, der sich in den Vendanwald wagt, um einige alte Statuen ausfindig zu machen. Der Legende nach erreichte Mothereth nach Andrastes Tod im Vendanwald mehrere Statuen, um Buße zu tun. Auf den Statuen sind vergessene Verse aus dem Lobesgesang von Mothereth zu finden, die von der Kirche den dissonanten Versen zugeordnet werden. Da das Studium der dissonanten Verse nicht gerne gesehen wird, ist Diskretion in diesem Fall unerlässlich. Bitte liefert Kohleabriebe in der Inschriften an Kendrick, den Repräsentanten der Händlergilde. Ihr werdet dafür eine Belohnung erhalten. Ihr erhaltet dafür eine Belohnung. Alter. Ich bin auf der verzweifelten Suche nach jemandem, der das Dorf in den Schwarzmarschen reist. Ich hatte dem Meisterschmied des Dorfes ein Schwert in Auftrag gegeben und ihn gebeten, es mir versteckt in der Kiste in gewöhnlichen Waren zu liefern. Es hat mich allerdings niemals erreicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das kostbare schwarze Perle meiner Großmutter wurde in den Knauf eingesetzt. Und ich kann es mir nicht mehr leisten, ein derartiges Familienerbstück zu verlieren. Solltet ihr in das Dorf reisen, bitte ich euch dort persönlich nach dem Verbleib des Schwerts zu erkundigen. Die Händlergilde hat erfahren, dass in Amaranthine ein tödliches antivanisches Gift zum Kauf angeboten wird, das von zwielichtigen Gestalten in der Stadt geschmuggelt wurde. Marshall Aiden hat die Gilde ersucht, eine Möglichkeit zu finden, dieses Gift von der Straße zu bekommen. Da die Händlergilde selbstverständlich nichts mit der Einfuhr des Giftes zu tun hat, kooperiert sie in höchstem Maße mit den Wachen. Sie bezahlt deshalb für jede bei Kendrick abgegebene Flasche des antivanischen Giftes eine Belohnung. Wir suchen euch, helft uns dabei, unsere Kinder von dieser schrecklichen Substanz zu schützen. Okay, das machen wir doch.